Fairness, nichts nutzt. Ja, damit hat sie auf dem neuen Album nicht nur mit Danke, ich hab schon, sondern auch hier so ein bisschen wieder sehr hübsch die Konsumkritik auch wieder ein bisschen mit einfließen lassen, die sie damals ja bei Wir sind Helden auch schon bei, ich glaube, Müssen nur wollen, da war das ganz gut mit dabei. Und hier sind auch wieder so ein paar Stücke, die sehr schön so eine gewisse Leistungsverweigerung ausdrücken. Das macht ja auch durchaus Spaß. Ich gründe eine Müßiggang und unser Gruß geht dreng, deng, deng, heißt es in diesem Lied. Palli, spricht dich so ein Text an? Total. Eigentlich stehe ich nicht auf diese Art von Deutschpop so doll. Oder wenn, dann müssen die Texte extrem gut sein. Ja. Aber den, also A, fand ich das Video total niedlich und den Text finde ich super. Und da ich auch ein großer Fan von How to be Idle, die Kunst des Müßiggangs von Tom Hodgkinson bin, finde ich, das ist genau das Lied zur richtigen Zeit. Mhm. Wenn das alle singen würden, dann hätten wir eine viel bessere Zeit, als wenn wir dauernd arbeiten. Ja, das ist richtig. Christoph? Ich kann nur anschließen. Also ich finde sowieso, dass Judith Holofernes tolle Texte schreibt. Mhm. Immer mit Kritischem dabei, aber auch nicht immer nur dieses Anti, sondern irgendwie auch immer mit so einem positiven Aspekt dabei. Bitte was? Mit Schalk. Mit Schalk ist genau, ein sehr schönes Wort in dem Zusammenhang. Das ist ein sehr schönes Wort. Und sie trifft Themen ja oft gut und das ist in diesem Fall so und auch bei anderen Stücken ist es so. Und ich meine, ist halt jetzt nicht die musikalisch große Geschichte, einfach ja noch nie gewesen. Sie ist ja auch nicht jetzt die große Sängerin, sagen wir mal so, aber der Text und das bisschen Schalk, auch musikalisch und mal ein bisschen was auszuprobieren, das macht sie schon ganz gut, finde ich. Also ich finde, sie ist tatsächlich, weil du sagst, keine große Sängerin, sie ist aber auf jeden Fall eine sehr ausdrucksstarke Sängerin, beziehungsweise sie hat eine Stimme, der höre ich gerne zu. Das heißt also, das ist mir aufgefallen, als ich mir das Album angehört habe, ist es mir fast dann egal, ob ich jetzt die Musik gerade in dem Moment ganz toll finde oder das Lied ganz toll finde, aber allein schon mal über die Art und Weise des Vortrags, die Art ihres Vortrags, da habe ich schon mal Lust, es mir anzuhören. Es hat immer, es hat genau dieses, was du sagst, es hat auch in der Stimme im Ausdruck eben diesen Schalk, dieses leichte Augenzwinkern, also ist da immer so ein bisschen mit dabei und das ist tatsächlich sehr... Die Stimme ist ja manchmal sogar fast ein bisschen rotzig. Sehr sympathisch, ist ja auch ganz schön. Das heißt, ist so ein bisschen so ein German Riot Girl, oder? So ein bisschen? Ich glaube, ein bisschen möchte sie sich auch so verstehen. Sie hat ja auch so ein bisschen auf dieser Platte noch mehr so Einflüsse durchkommen lassen, die sie, glaube ich, sehr stark prägen. Das ist also sowas wie, ich will nicht sagen Country, aber so Folk, wobei eher Anti-Folk jetzt vielleicht als jetzt richtiger Folk. Sie hat auch ein Cajun-Stück mit einer Cajun-Band zusammen aufgenommen. Das ist, finde ich, ganz großartig. Das ist meiner Meinung nach eines der Highlights. Pechmarie heißt es. Ich finde, da ist musikalisch, man merkt, musikalisch eine Weiterentwicklung zum letzten Wir sind Helden-Album. Also da hat sicherlich das auch schon eine Rolle gespielt, dass Judith Holofernes diese Arten von Musik sehr schätzt. Aber bei Wir sind Helden ist es ja so, sie sind ja nun mal eine sehr demokratische Band. Das heißt, ich glaube, auch die komplette Musik entsteht immer so, dass jeder seinen Teil dazu tun kann und dann wird es halt eben etwas verwässert vielleicht dadurch, sage ich mal. Hier kommt ihre Liebe zu all diesen Musikrichtungen noch ein bisschen stärker zum Ausdruck. Der Unterschied zu dem meiner Meinung nach ganz hervorragenden letzten Album von Wir sind Helden ist nur, dass das ja ein sehr, sehr ruhiges, sehr trauriges Album war, was tatsächlich so ein bisschen diese Burnout-Situation ja auch schon beschrieben hat. Und dieses Album hier ist nun tatsächlich, wie der Titel ein leichtes Schwert auch schon so schön sagt, es sollte wirklich von Anfang an ein fröhliches Album sein. Deswegen hat sie sogar die Stücke, die ein bisschen in eine düstere Richtung hineingehen, einfach weggelassen. Also es gab natürlich auch solche. Es ist also ein sehr positives, optimistisches Album. Es endet selbst mit einem sehr niedlichen Schlenker, wenn sie all ihren Lieblingsautoren, wie zum Beispiel John Irving stellvertretend, aber es kommen auch noch andere, Jonathan Franzen und so vor, mit ein paar sehr, sehr lustigen, ein paar albernen, einfach niedlichen Reimen, wo sie sagt, hört doch mal auf mit euren ganzen Katastrophen. Sie hat irgendwie gesagt, ja, das Leben, dadurch, dass sie immer liest, erwartet sie immer die größtmöglichen Katastrophen im Leben, weil es muss einem ja irgendwie ein Bein abgefahren werden, man muss sich von einem Bären angefallen werden und was nicht alles in diesen Büchern andauernd passiert. Also, kurz zusammengefasst, finde ich persönlich ein Album mit dieser niedlichen Verspultheit, dieser lustigen textlichen Verspultheit, Pippi Langstrumpf-Musik, wie man es auch immer ausdrucken möchte. Sugarpop. Sugarpop. Sugarpop ist auch sehr hübsch, ja. Wenn das nicht, es klingt ein bisschen so, dass man es, also man könnte es leicht negativ andeuten. Ja, ist zu doll, würde ich auch sagen. Zu süß, ist dir zu Mädchen. Aber guck mal, es ist auch rosa und auch mit so. Es ist, und sie hat sich ein bisschen rosa. Das ist lustig. Ja, sie hat wirklich gesagt, sie hat sich lange gesperrt dagegen, es rosa zu machen. Sie haben alle Farben ausprobiert, aber, und da hat sie völlig recht, das Rosa passt einfach farblich am besten zu dem grünen Drachen. Und der Drache, Drachen sind nun mal grün.
Aber das ist ja auch so ein Altro, oder? Das ist nicht ja. so ein, ja, ist nicht so ein Mädchen, Pink oder so. Nein, das ist kein Barbie-Pink. Nein. Genau, das ist, nein, das ist schon ja. also, stilvoll. Ein altrosa Album, Judith Holofernes, ein leichtes Schwert, das sie uns da mitgegeben hat. Wir sind gespannt, was sie weiterhin macht. Auf jeden Fall, sie wird auch im Kapitol im März oder April zu sehen sein. Und sie spielt nichts von Wir sind Helden, hat sie schon gesagt. Aber ich denke mal, ein großer Spaß wird es oder kann es auf jeden Fall trotzdem werden. Gut,